Ich speichere mal ausnahmsweise wieder. Okay. So, links geht's weiter. Rechts geht's weiter. Dann wird hier links irgendwo die Kiste sein. Auf den Delfin. Ach, wir machen das jetzt wieder so. Und damit wäre Cthulhu tot. Damit wäre Cthulhu wieder tot. Mann, Mann, Mann. Wir verbrauchen hier ganz schön viele Heiltränke. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich hoffe, wir finden hier in der Truhe neue. Ja, toll, Gold. Gut, man kann mit Gold natürlich auch was anfangen, aber das war jetzt irgendwie... Oh Gott, drei Delfine. Dann brauchen wir mal einen Deathblow. Nee, die macht keinen normalen Attack, die macht blind. Und zwar alle. Einen haben wir blind bekommen. Macht aber nichts. Deathblow auf den da. Und wir machen nochmal blind auf alle. Na, das ist schwierig. Okay, er macht Potion auf Yumi. Und sie macht Flut auf alle. Okay, das... Ah, okay. Der hat noch am meisten Flut. Okay, der ist verrückt. Das ist gut. Potion auf dich selbst, bitte. Magic Flut auf alle. Oh, das war effektiv. Sehr gut. Combo Count Increase. Nehmen wir das mal. Und auf, Treppe rauf. Da ist der nächste Speicherpunkt. Und da geht's schon raus. Ach, ich will nach Miskatonic. Wie lange dauert das denn noch? Ah, ich sehe eine lange Brücke zu Miskatonic. Oh. Und da ist der nächste Endgegner. Das wird spaßig. Deathblow. Nehmen wir jetzt direkt mal den... Das hier und sie macht ihn blind. Okay, wir haben ihn schon mal blind bekommen. Oh. Er kann sich scheinbar heilen. Machen wir das so. Okay. Okay, der hat verdammt viele Hitpoints. Da lohnt sich der Siren's Call auch mal. Nein, Attack nicht, sondern wir machen wieder Tech. Das und... Okay, ich sollte jetzt auch aufpassen, dass, Call Kraken? Okay. Okay. Der nächste Angriff wird extrem stark sein. Das heißt, irgendjemand sollte... Oder sollten sich beide vielleicht mal heilen. Okay, ja, das war stark. Cthulhu sollte sich auch mal heilen und sie macht nochmal
Blindflug. Ja. Na toll. Deathblow. 10 MP braucht das. Okay. Wir müssen aufpassen. Jetzt ist nämlich gleich auch unsere... Okay, das bringt nichts. Jetzt ist gleich auch unsere Mana leer. Okay, und damit wäre Yumi tot. Bitte einmal Yumi wiederbeleben. Und eigentlich können wir jetzt fast nur noch draufhauen. Habe ich hier noch irgendwas, was genug hätte, das... Den könnte ich noch einmal machen. Sie hat noch 27. Okay. Damit hätten wir ihn besiegt. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Das war anstrengend. I guess you're not as useless as I suspected. Yay, I'm not useless. Okay, ich glaube, die beiden werden noch Freunde. Und wir wollen jetzt nach Miskatonic. Hallo Miskatonic! Ich habe dich größer erwartet. Und jetzt kommt wirklich altes RPG-Feeling auf. Wenn man hier mal so rumschaut, sich die Häuser anguckt. Ach, ein Ömmchen. Nee, da geht's wieder raus. Wir wollen erstmal uns Miskatonic anschauen. Und dann mal mit den ganzen Leuten reden. Da oben geht's hier weiter. Da ist ein kleiner Garten. Auch jemand drin. Huch, und da geht's auch wieder raus. Okay, dann reden wir mal mit dem Ersten. Guten Tag. Welcome to Miskatonia. Das war's schon? Okay. Können wir in sein Haus rein? Scheinbar. What's wrong with your face, mister? It's all slimy. Not scared at all. Ach. Ja, Cthulhu hat ein kleines Problem damit, Leuten irgendwie Angst einzujagen, habe ich das Gefühl. Da können wir nichts öffnen. Gut. Dann gehen wir mal raus und nehmen das nächste Haus. Sollen wir zu der holden blonden Maid gehen oder erstmal hier unten bleiben? Ich glaube, wir gehen erstmal hier unten. Guten Tag, junger Freund. I was exploring this cave to the northwest with my dog Shane, when we were suddenly attacked by monsters. I ran as fast as I could and escaped, but Shane is still trapped there. Cthulhu, let's go and find this dog. Ja, das macht ein Held, ein echter Held. Wo sind wir hier? Guten Tag. Ah, hier können wir uns neues Equipment kaufen. Welcome to the shop, oh horrifying one. Wir können erstmal unser Schwert verkaufen. Und Cute Dress. Aber es kostet 300. Das würde ja fast unser ganzes Geld aufbrauchen. Warrior Tunic, Fleece Tunic. Kaufen wir die mal. Was haben wir denn hier an Weapons? Sharp. Tristan, den kaufen wir auch mal. Das Iron Sword haben wir schon. Steel können wir uns gerade nicht leisten. Okay. Dann gehen wir hier mal auf Exit und rüsten uns neu aus. Ihm hatten wir kein neues Schwert gekauft, sondern die Fließtonika. Und dann gehen wir mal zurück zu Yumi. Die hat ein neues Stäbchen bekommen und noch ihren
ihr altes Kleidchen. Und dann können wir jetzt Sachen verkaufen. Cell Armor, die Tunika und Cell Weapons, ihren Dreistab. Damit hätten wir jetzt 300. Kriegen wir dafür noch irgendwas? Nee, ne? Na, zwei mehr und wir hätten ihr dann noch das süße Kleid kaufen können, aber müssen wir jetzt drauf verzichten. Was machen wir denn bei ihm? Guten Tag. Okay. Bist du durstig? Ja, danke für danke der Nachfrage. Das ergibt keinen Sinn. Dann wollen wir jetzt mal zu der blonden Schönheit in dem roten Kleidchen. Ah, okay, das hier ist die Universität, die berühmte Miskatonic University. Darauf ein Schlückchen trinken. Die sollte Lovecraft-Fans ja auch bekannt sein, die Miskatonic University. Wer ist das? The students at Miskatonic University are quite cute this year, don't you agree? Ja, das Mädel war schon süß. Gebe ich zu. Die sah von außen irgendwie kleiner aus. Hallöchen. Aha. Die erzählen uns jetzt also gerade was übers Kämpfen. Innsmouth? Ja, in Innsmouth sehen die Leute ein bisschen seltsam aus. Know your stats. The higher strength, the more damage your physical attacks and skill will deal. Magic effects, the power of your spells. Agility determines who goes first in combat. Have a higher agility than the monsters, you save yourself some pain. Vitality determines your defense against physical attacks and will determine your magic defense. Now that you understand what each stat does, build you the ultimate team of heroes. Okay, das war eigentlich alles schon relativ klar. Das wussten wir auch schon. Okay. Und was hat er uns zu sagen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das heißt, wenn wir Escape drücken, können wir das Spiel verlassen. Möchte aber keiner. Was haben wir hier denn? Cthulhu the Dog. Ah. Ja, ich muss dazu sagen, meine Katze heißt auch so. Gehen wir mal hier in die Schenke. Scheint eine Schenke zu sein. You wish to be a hero? Go to the Shrine of the Heroes to the East. If you can pass the test within and reach the highest floor, you wish may be granted. Okay, da müssen wir also auch hin. There's a crazy old man near the edge of the town who just repeats gibberish over and over. I hear he's a member of an evil cult that worships an ancient false god. Ja, Cthulhu hat immer noch Anhänger. Das ist gut zu wissen. Horrible monster that's coming to kill us. It's called Cthulhu or something. Cthulhu. There's the 1 million gold bounty for whoever managed to kill the horrible creature. Ja, das ist schon recht wenig. Das ist ihr Café. Aber viel gibt's hier anscheinend nicht. Außer dass man mit Leuten reden kann. Okay. Was haben wir hier? Ofen kann man nicht reingucken. Mit den Leuten haben wir geredet. Schauen, ob wir mal wieder was Neues mit ihr reden können. The way will be difficult, but I'm sure we'll find something good on the highest floor of the Shrine of the Heroes. Ja, das glaube ich auch. Da müssen wir hin. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Aufgaben. Einmal den Hund retten und einmal zum Helden schreien. Ah!